So, also jetzt haben wir einmal das Beispiel mit dem Spitzensportler gehabt und das kann man eigentlich wieder eins zu eins auf die Arbeitswelt übertragen. Da geht es, glaube ich, einmal mehr hin, dass die Firmen schauen, dass ihre Mitarbeiter ein hohes Wohlbefinden haben und so halt mehr Leistung bringen und nicht immer nur fordern, fordern, fordern. Das man dann wieder das Pendel. Genau, das sieht man auch. Also ich kann es jetzt nicht international sagen, aber in Österreich sieht man ja auch die Ansätze von der Gewerblichen Sozialversicherungsanstalt und auch die Betriebskrankenkasse zieht da ja auch mit, dass man sagt, gesunde Betriebe. Weil man einfach auch sieht, dass es nicht Sinn macht, Mitarbeiter wie Rennpferde zu behandeln, wo man einfach nur Leistung rauszieht und der Mitarbeiter fällt ja dann früher oder später für kürzfristigere oder längerfristige Zeiten aus und du musst wieder neue einschulen und ausbilden, dass man hergeht und sagt, man bringt auch verschiedenste Methoden in den Betrieb hinein, wo dann Mitarbeiter mitmachen können, von, ich glaube, Yoga, Pilates, Entspannungsübungen des Jacobs, eine progressive Muskelrelaxation und auch Bewegungsübungen. Einfach gesunde Betriebe, gesunde Mitarbeiter, soll das Ziel sein. Ja, du hast jetzt das Jacobsen erwähnt. Kannst du zu dem vielleicht auch kurz nochmal was sagen, was das ist und was das wieder bewirkt? Ist auch einer meiner Lieblingstechniken in der Weitergabe. Jacobsen ist von Dr. Jacobsen entwickelt worden als Technik. Der hat in den 30er Jahre vorigen Jahrhunderts gelebt und der hat die Erkenntnis gemacht, dass wir einer grundlegenden Spannung ausgesetzt sind. Die kann jetzt normal sein, wenn man jetzt sagt, man misst gerade von 0 bis 100, sagen wir mal, 50 ist der normale Messgrad, das ist gesund. Weil Menschen durch Stress, Ängste, was auch immer, welchen Einflüssen auch in eine höhere Anspannung kommen. Vielleicht eine Spannung schon von 70 oder 75 konstant innehalten. Und wie kommt man jetzt wieder herunter? Und da hat er mit dieser Technik festgestellt, wenn man jetzt ganz bewusst eine physische Anspannung herbeiführt, also jetzt der Technik einmal zu erklären, einfach mal entspannt, zum Beispiel die Faust, Oberarm und so, mit einer Kraftanstrengung zwischen 50-70% seiner Maximalkraft an. Während der Anspannung atmet man ein. Dann lässt man wieder los und atmet aus. Und das Loslassen, das Ausatmen kann ruhig ein bisschen länger dauern, dass man plötzlich diese erhöhten Spannungsgrad runtersenken beginnt. Und das lässt sich auch messen. Und so ein Mensch eigentlich innere Anspannung, auch innere Ängste, damit gut steuern lernt, wieder in den Griff zu bekommen lernt. Und das wird auch in Krankenanstalten angewendet, bei Menschen mit chronischen Schmerzen oder Angstneurosen arbeitet man mit dieser Technik. Ich arbeite im Spitzensport auch mit der Technik, weil Vom Spiel zum Beispiel, wenn man extrem angespannt ist, oder? ja, wenn jemand merkt, dass er nervös ist, ängstlich ist, wie auch immer, Versagensängste hat. Ja. Es geht auch bei dieser Technik jetzt nicht nur darum, dass man einen physischen Bewegungsablauf macht, sondern es geht auch bei dieser Technik darum, dass ich mich gedanklich auf das konzentriere, was ich tue, auf das voll konzentriere. Und in der Zeit, wo ich mich auf eine Sache konzentrieren kann, kann ich zeitgleich ein Angstdenken zulassen. Das heißt, die Aufmerksamkeit wird ganz stark auf Hier und Jetzt gelegt. Und weil wir ja über das Eishockey heute schon einiges gesprochen haben, gehe ich da auch wieder zum Eishockey als Beispiel hier. Wenn jemand am Eis einen Fehler macht, das ist auch in Spielunterbrechung, sind gerade die ersten 30 Sekunden sehr ausschlaggebend. In den ersten 30 Sekunden den Gedanken nachzugehen, ah, was habe ich jetzt falsch gemacht, und das ist sehr gefährlich, wenn man auch in seiner Spirale ja ziemlich runterfällt und dann kommen auch gleich bald einmal im Anschluss die dementsprechenden Hormone. Und wenn man sich in diesen 30 Sekunden aber stabilisiert, wenn man das einfach macht und das sieht nicht einmal jemand, wenn man das macht, hält man sein Denken auch in den Bewegungsablauf drinnen und gibt dem Gehirn die Information, alles gut, ruhig bleiben, fokussiert bleiben. Und das ist jetzt beim Sportler wie auch beim Menschen im Privatleben so. Ja. Das kann in einer Beziehung sein, man merkt zu Hause, es entsteht vielleicht ein bisschen ein Streit oder was immer. Ja. Einfach mal einzuatmen, anzuspannen, loszulassen, auszuatmen. Eine wunderbare Technik, für mich ein richtiges Geschenk für den Menschen, mit dieser Technik zu arbeiten und schon nach kurzer Zeit
stellt man fest, dass man wirklich emotional stabiler bleibt und wieder stabiler wird. Und sollte man das mal quasi daheim üben oder reicht es, wenn ich das jetzt nur im Moment vorher mache? Sowohl als auch. Also es gibt eine Sitzungsanleitung, man findet viel im Internet, es gibt aber auch gute Hörbücher oder Hör-CDs, wo man geführte Sitzungen gibt, die dauern zwischen 20 und 40 Minuten, wo man wirklich den ganzen Körper in die Spannung und Entspannung bringt. Das geht von den Händen los über Oberarm, Schulter, Nacken, Augen, Mund, Kiefer bis zu den Fußsohlen. Und ich empfehle aber es auch im Alltag zu machen. Das heißt, du gehst heute in ein Kaufhaus und du merkst, du bist sehr angespannt und so, dann einfach mal anspannen, einatmen, loslassen, ausatmen. Man wird ruhiger, gelassener. Man muss auch wissen, in dieser extremen Aggression, in dieser extremen Anspannung, filtert sich auch mein Wahrnehmungsspektrum. Das heißt, es geht viel an Wahrnehmung verloren, weil das Gehirn sehr viel Arbeitsvorgänge braucht, um Wut, Anspannung wieder... Dass man dann quasi im Tunnel drinnen und sieht rechts und links nichts mehr. Genau. Und das kann man aber, glaube ich, auch gut wieder aufs Privatleben übertragen, weil zum Beispiel, wenn man vor einer Firmenpräsentation ist und da nachher wieder Angst hat oder einfach aufgeregt ist, dass man das so einfach sich wieder überbringt. Sehr gutes Beispiel, Prüfungsängste oder die Sekretärin, was im Vorzimmer sitzt und der Chef kommt. Oder auch der Sekretär, man darf nicht immer auf die Damenwelt schieben, dass die Damenwelt so nervös und ängstlich ist. Auch die Männer sind so, also einfach, wo auch Begegnungsängste da sind, wo man merkt, da fühle ich mich nicht gelassen. Da ist die Technik extrem wertvoll. Und dadurch kommt dann wieder das Selbstvertrauen, oder? Ja. Nachdem man merkt, das geht gut, ich kann jetzt zum Beispiel auf das Mädel im Club zugehen oder auf den Fashion Mond, dass wir wieder die Frauen auch angesprochen haben, dass man es so auch einbaut. Genau. Das ist dann auch wieder dann der weiterfolgende Gewinn. Man merkt, man macht etwas und man fühlt sich danach wieder gut. Das gibt dir ja Selbstvertrauen. Wenn du jetzt nicht von einer zweiten oder dritten Person abhängig bist, wenn du sagst, nur mein Mentalcoach oder mein Therapeut oder wenn der in meiner Nähe ist, fühle ich mich sicher. Wenn man plötzlich merkt, dass man sein eigener Mentaltrainer wird und sein eigener Therapeut wird, dass man merkt, auf einmal, wow, ich habe da etwas, mit dem ich mich wieder gut stabilisieren kann. Ja. Das gibt dir natürlich Selbstvertrauen. Ja. Ist das eigentlich das Ziel von dir, dass du quasi bewirkst, dass die Leute sich selbst als Mentaltrainer sehen? Ja. Ich glaube, das muss das Ziel von jedem, der so einen Berufsbild ausübt, sein, dass Abhängigkeitsverhalten nie richtig sein kann. Also ich sehe mich so als Wegbegleiter. Mhm. Für einen Tag, eine Woche, einen Monat, wo man aber ganz stark beobachten muss, dass der Mensch es selber erlernt wird. Ja. Das ist so wie das Kind mit dem Fahrradfahren. Wenn der Papa du bist quasi einen Schub am Anfang. Ja, und halt da ein bisschen das Fahrrad. Aber dann sage ich irgendwann, du pass auf, jetzt lass ich mal los, aber ich bin eh noch hier und schau mal. Aber so wie das Kind dann merkt, es geht alleine, will es eh nicht mehr. Das Kind sagt dann, nee, lass los. Und das muss das Ziel von meinem Berufsbild auch sein, dass man hergeht und sagt, Begleitung, absolut ja. Momentan aufzeigen, wo könnte es scheitern, versuchen Übungen zu machen, wo man Wahrnehmungen macht. Mit dem geht es besser, mit dem, das hilft vielleicht nichts, das hilft gut. Und dann ist der Prozess irgendwann abgeschlossen und dann sollen die Menschen sich selber coachen. Ja. Und ganz am Anfang, jetzt von der Humanenergetik habe ich ja erwähnt, viele denken, das hat irgendwas mit Esoterik zu tun. Ja. Könntest du da vielleicht noch irgendwas dazu sagen, ein bisschen? Also, wir haben gehört, das ist quasi nicht so die Glaskugel, wo man hineinschaut, sondern es ist was anderes. Esoterik, das Wort ist ein bisschen missgedeutet worden.